Hallo und herzlich willkommen YouTube bei eurem Commander Krieger. Und herzlich willkommen zu... Ich hab mich zusammengerissen, aber du musst jetzt verkacken, oder was? Herzlich willkommen zu einer Runde FIFA. Heute mal in einer ganz anderen Rolle. Es gibt heute kein Klatsch den Niggis, es gibt heute kein Ich klatsche Cresinho. Nein, heute ist ein Spiel und zwar Cresinho. Herzlich willkommen. Hallo. Bisschen mehr Ernsthaftigkeit, ja? Ja, gegen den Niggis. Ja, moin. So, ein wirklich auch sehr ausgeglichenes Spiel, was die Mannschaften angeht. Und ich habe die Ehre, das Ganze heute hier zu kommentieren. Das ist quasi BVB gegen Gladbach. Und ja, wir schauen uns mal das Team an vom Niggis. Das kennen wir schon auswendig eigentlich. Kalou, Aubameyang, Costa, Vidal, Müller, Robben, Piszczek, Sokratis, Naldo, Alaba und Leno. Das Team vom Cresinho hingegen hat mal ein bisschen Abwechslung. Da haben wir Lukaku, Dries Mertens am Start. Ich weiß gar nicht, wen wir noch was am Start haben. Lass mal bitte die Aufstellung hier kurz durchlaufen. Damit sehr, wir ha? Sehr gerne. Das ist das FIWC-Stadion, in dem du spielst. Du hast noch nicht mal den fucking Borussia-Park. Ja, weil der Borussia Park. Ach, den, noch nicht mal hier die wie heißt der Bums? Die Signal Iduna Möhre. Weiß nicht, wo eigentlich habe ich den, aber ich weiß nicht, warum der nicht aktiviert ist. Ja, natürlich, da wurde gespart am falschen Ende, ne? Ja. Hier spielen wir heute im WC-Stadion. Hier, so sieht der Bums aus. Oh! Das ist die Aufstellung. Torwart Handanovic, liebe Freunde, ist echt ein ekelhaftes Schweinchen, muss man ganz ehrlich so sagen. Wir hören jetzt noch die Hymne von BVB. Rotz. So. Und Dankeschön für die Aufstellung. Die hat man doch vorhin schon gesehen, du Opfer. Von Dia. Ja, die hat man vorhin im Ladebildschirm gesehen. Und die vom Cresinho? Ja, die war doch gerade. Nein, nein, die wurde uns nicht angezeigt. Handanovic, Alves hinten, rechts. Da, Dani Alves, Manolas, Miranda, Alexandro, Alan, Wignon, Mertens, Naigulan, Batshuayi und Lukaku. Soll die Zuschauer Pause drücken, da wo die 30 Sekunden ablaufen, da steht die auch nochmal. Ja, läuft ja gerade durch, Mann, du Bastard. Und jetzt red dem Kommentator hier nicht dazwischen. So, Aubameyang rennt hier und wird ganz klar von Miranda einfach mal weggeknüppelt. Dries Mertens, starker Pass auf Lukaku und der Romelu ist frei. Romelu ist frei, da wird gesmettet auf Naigulan und da ist das Ding, liebe Freunde. Da ist das Ding. Naigulan. Per Flugkopfball quasi so. Hier schön ins Guck mal Tor. Auf den Piszczek da, der wird da gefoult. Ja, vom eigenen Mann. Schönes Türchen hier zum Auftakt von der Cresinhos, liebe Freunde. Naigulan, Flugkopfball, sensationell. Und da muss jetzt der VfL Niggis erstmal rauskommen aus dieser Bedouille. Ne? Da muss man erstmal gucken, was ist hier wirklich. Ja, da nervös der Costa, nervös, verliert schon die Möhre. Aber ja, Müller auf Aubameyang. Ist der Steilpass heute die Lösung für Niggis? Steilpass auf Kalou? Nein, wurde nicht gemacht. Da wurde ein normaler Pass gespielt. Ziemlich schlecht gemacht. Da könnte der Steilpass einiges ausmachen. Mal schön zu sehen, wie der Niggis hier spielt, wenn man das Ganze mal analysieren muss. Da wird einfach Knuppel, einfach blind drauf losgeknüppelt. Einfach in den Naldo reingetreten. Ohne Liebe, ohne Gefühl. Das ist ein bisschen traurig. Ich kann ihn nicht spielen, Alter. Ja, halt's Maul. So, jetzt wird wahrscheinlich der Ball nach oben gespielt. Nein, weiter geht's unten auf Batshuayi, der aber den Ball verliert. Müller kontert und verranzt den Ball nach Manolas. Ein momentan sehr, sehr langweiliges Spielchen. Und was der Cresinho da macht, ist einfach nur überheblich, arrogant und kackendreist. Was hoffentlich auch mal hier langsam bestraft wird. Weil diese Rumgeplänkelei da mit Alves gehört sich mal gar nicht. Wieder ein weiterer Fehlpass. Hüben wie drüben. Mal gucken, ob der Müller den auch jetzt wieder verranzt. Wahrscheinlich. Ja, wunderbar. Mahlzeit. Das ist ja das Problem, wenn man selber den Controller nicht am Start hat. Wenn man da selber irgendwie nicht reinballern kann. So, Lukas Piszczek auf Costa. Der hat ein bisschen Mut gefrühstückt. Und es gibt tatsächlich Eckball von diesem dreckigen, ranzigen Schuss. Dieser Eckball wird ausgeführt von Alaba. Oh, Kalou wird gesucht. Kalou wird gesucht. Oh. Aber Handanovic, ich glaube, ich lege mich jetzt mal fest, Handanovic wird heute keinen reinlassen. Handanovic, wirklich einer der... Da werde ich bestiegen hier, das gibt's doch gar nicht. Ja. Das ist aber auch ein Spielchen hier.
Da wird nicht vernünftig rausgespielt, da wird nicht vernünftig eine Lücke gesucht. Nee, da wird einfach direkt nach vorne eiskalt die Scheuklappe aufgesetzt und ab geht's. Hier, Dries Mertens mal jetzt. Wieder auf der anderen Seite. Der sucht nicht Romelu Lukaku. Hat mich gewundert. Und schon wieder der VfL Niggis am Start. Hoppala. Der pölt den Ball einfach nach Suahedi. Ich kann mal meine Cam kann ich mal hier über die Namensanzeige machen. Dann könnt ihr auch noch die Namen sehen. So ist das vielleicht noch ein bisschen schöner. So, Batshuayi. Auch momentan ziemlich enttäuschend. Das Problem ist aber, oh, Allen. Ja, passiert nicht viel. Ja, das war schon klar. Wer pfeift eigentlich diese Partie? Das wurde mir jetzt hier, ich habe hier keine Papiere liegen. Wer? Der Türke? Der Mehmet Yildiriz? Mehmet Yildiriz pfeift die Partie. Das ist natürlich hart. So, Kalou wird gesucht. Natürlich so, wie es sich gehört, per Kopf, weil, ne? Kopfballstark ist er ja, muss man ganz ehrlich so sagen. Aber dafür muss das Ding aber auch mal hochgeknüppelt werden. Das wird hier noch nicht gemacht. Auch Robben momentan überhaupt noch nicht im Spiel. Jetzt läuft er mal. Und kriegt er den? Ich glaube, den kriegt er noch. Den kriegt er noch oder nein, den kriegt er nicht. Ah, Einsatz ist da, rennt er in die Fankurve, in den Kommentator, in den Kameramann, nuckelt die mal am Nippel. Ja, Fazit nach 30 Minuten vom Cresinho. Sieht man auch nichts mehr. Ja, starker Pass ins leichte Abseits. Mann, die Kicke. So. Und jetzt mal mit was Vernünftigem. Wäre mal geil, wenn jetzt hier mal ein bisschen was Vernünftiges kommen würde. Miranda überlegt sich noch, wo soll ich hinpassen und findet William. William auf Nainggolan. Und jetzt kommt mal ein bisschen Kombinationsfußball hier ein bisschen an den Start. Mal mehr als zwei Pässe, da kann man sich ja hier bei dieser Partie schon glücklich schätzen. Der Ball wird auch einfach sinnlos übers Tor geknüppelt. Da ist man mit einem 1-0 anscheinend schon zufrieden und möchte am liebsten in die Pause gehen. Die ist aber noch ein bisschen entfernt, liebe Freunde. Und Lukaku weiß auch nicht, wo soll ich hinrennen, was soll ich mit dem Ball machen. Gibt ihm erstmal einen Gegner, um ihn dann wieder sinnlos wegzupölen. Torschüsse? Für Torschüsse kriegt man kein Geld. Ne? Muss man mal ganz ehrlich sagen. Für Torschüsse kriegt man keine Kohle hier. Ziemlich erbärmlich. So, jetzt mal der Niggis wieder. Der jetzt versucht über, ja, ein leichtes Kombinationsspiel. Aber ich habe keine Ahnung, warum der Niggis nicht mal ein bisschen Ruhe hat. Da kann man auch nochmal zurückpassen. Genau, nochmal den Robben mit ins Spiel holen. Die Leute mitnehmen. Unten läuft der Costa. Macht sich zumindest schon mal so in Richtung frei. Jetzt nochmal auslegen. Nein, da versucht Vidal egoistisch, stur mit den Scheuklappen durchzurennen. Es ist wirklich nicht ansehnlich, was ihr euch hier anschauen müsst. Ihr könnt euch in der Zwischenscheid. Ja, dazwischenscheißen könnt ihr mal kurz. Und alternativ habt ihr die Möglichkeit, auch nochmal einen Klatsch in Niggis anzuschauen, wenn ihr ein paar Tore sehen wollt. So, jetzt mal Niggis. Da muss man ein bisschen provozieren. Costa hat jetzt Platz. Aber er läuft nicht in den Strafraum. Nee, er wird lieber hier so ein. Ich habe keine Ahnung, wie der Stop heißt. Der Niggis-Stop. Weil der ist genauso sinnlos. Wie er ist. So, jetzt wird Kalou gesucht und nicht gefunden. Und Lukaku? Nicht ja. Lukaku? Batshuayi. Halt's Maul. Ich bin der Kommentator. Wenn ich sage, es ist Lukaku, ist er Lukaku. Da ist Lukaku. Sag ich doch Lukaku! So, aber Lukaku hat keinen Bock mehr. Der wird jetzt eiskalter Ding wegknüppeln. Na! Das war gar nicht mal so schlecht. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass hier der Alexandro nochmal rauskommt. Und nochmal was versucht. Eckball für die Bienchen. Und da geht Lukaku den Ball mal abholen und lässt mal einen hören hier. Pölt einfach mal gemütlich einen Naldo weg. Und jetzt Konter für den Niggis über Costa. Der ist natürlich Wieselflink, sieht aus Nekalu. Und der ist in Form, Freunde. Der kann laufen. Ja, und verhaspelt sich jetzt da. Mann. Da muss man mal den Abschluss suchen. Auf den Abpraller hoffen. Da wird aber einfach nicht drauf spekuliert und das ist natürlich dann das Problem. Mit einem traurigen 1-0 geht man jetzt in die Kabine und wenn wir uns hier die Statistik anschauen, das ist schon wirklich arm, ne? Das ist schon wirklich arm. 4 Schüsse, hüben wie drüben und weiter geht's. Keine Wechsel, da sind die beiden, die Trainer sind ratlos und sagen selber, ey, das weiß ich selber nicht, was ich einwechseln soll. Ich glaube, das einzige Wechselpotenzial hat auch überhaupt der VfL Niggis. Mit Spielern wie Hermann, mit Spielern wie André Horn ist da auf jeden Fall noch ein bisschen Potenzial auf der Bank. Während
bei dem Bienchen mal gar nichts ist. So. Oh, und schön gespielt, schön gespielt. Schön gespielt von Costa auf Kalou, der da Ding wegkranzt. Da muss man aber auch sagen, da hätte der Ball vorher schon längst weggeknüppelt werden müssen. Wurde aber nicht gemacht. Von De Los Cresenio. Das ist natürlich dann selber schuld. Ausgleich. Auf jeden Fall werden wir heute noch mindestens ein Tor sehen, liebe Freunde. Das ist versprochen. Das ist versprochen. So viel. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Warte, das müsste ich eigentlich anders machen. Müsste eigentlich hier. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Aber wir sind ja hier beim FIFA und nicht hier irgendwie beim Kapitol. Deshalb geht es hier nochmal weiter. Und auf geht's mit Los Cresenio, der den Ball wieder... Ich weiß nicht, warum hier die Bälle so einfach abgegeben werden. Ich weiß nicht, warum die Bälle hier so easy peasy abgegeben werden. Das haben sie nicht nötig. Sie haben den Spielstil, da werden schon die Trickpässe ausgepasst. Und jetzt der Robben! Unten ist der Robben! Unten ist der Robben und er wird einfach nicht gesehen. Das ist natürlich ein bisschen ignorant, aber Aubameyang! Aubameyang scheitert an Handanovic, Freunde. Aubameyang scheitert an Handanovic. Und jetzt der Konter. Willian sieht Batshuayi. Und Batshuayi, der kann auch mal anziehen. Aber Alaba passt auf. Entschärft die Situation, indem er ganz gemütlich und feige auf Leno zurückpasst. Direkt wird das Ding wieder nach vorne geknüppelt. Aubameyang wird gesucht. Der denkt sich auch schon, meine Fresse. Und. Aubameyang im Strafraum. Lässt sich nicht fallen und verliert gegen Handanovic. Da ist der Eilenrobben. Der war eben ein bisschen zornig, weil der hätte ordentlich durchlaufen können und hätte auch schön mal hier die Butze machen können. Der Biber Butzemann. Aber stattdessen sind wir jetzt hier bei De Los Cresenios. Der einfach unbeschreiblich schlecht spielt. Ich weiß. Ja, da wird nachgetreten. Das kann man auch mal hier mal mit einer roten Karte ahnden. Batshuayi, dumm. Michy Batshuayi. Ich wusste eh nicht, wie er mit Vornamen heißt. Das wissen wir jetzt durch die rote Karte. Ja, da kann er jetzt mal Zöpfe flechten gehen. So, ja, sehen wir nochmal hier, wie rüde er Naldo einfach wegpöbelt. Ja, wo rohe Kräfte sinnlos walten, Freunde. Und der Costa wird gesucht. Costa wird hier mehr ins Spiel integriert als Robben. Das wird dem Herrn aus Holland natürlich nicht so gefallen. Aber da wird direkt mal runtergespielt. Ja, muss man einfach mal hier ein bisschen den Spieler reinbringen. Und unten Robben. Robben läuft unten. Unten Niggis. Oben. Oben ist Costa. Und Niggis geht durch die Mitte. Wir hatten schon mal einen YouTuber oder einen anderen Kollegen von uns, der immer versucht hat, durch die Mitte zu spielen. Den gibt es bei uns mittlerweile nicht mehr. Warum? Aber Niggis versucht es weiter. Die Mitte, die heilige Mitte. Und jetzt... Oh, schöner Pass auf Kalou. Kann er sich durchsetzen? Frei vom Tor. Ackert sich da den Wolf gegen Manolas. Und da muss man sagen, das hat der Cresenio hat das richtig clever gemacht. Wobei Niggis hatte einfach keine Chance. Ne? Da war Kalou einfach zu schwach. Vielleicht schon ein bisschen... Fertig. Ich meine, ist ja schon die 70. Minute. Da kann man auch mal über einen Wechsel nachdenken. Muss man mal ganz ehrlich sagen. Da könnte man jetzt den Ball, den Ausball... Könnte man eigentlich nur nutzen, um auch mal einen Wechsel anzugehen. Aber das wird nicht gemacht. Ich weiß nicht, warum der Niggis nicht wechselt. Er hat das Potenzial auf der Bank, sucht aber nochmal den langen Ball. Kalou findet Kalou und der vergeigt den Ball wieder. Der Mann muss ausgewechselt werden. Wie lange soll ich nach links drücken, Alter? Der muss ausgewechselt werden, der Junge. Der ist fertig, der ist durch. Da ist auch schon... Oh, Cresenio nimmt die Auszeit. Und da schauen wir mal, was wir haben. Oh, Koulibaly, Bakker. Da ist Higuain. Hier ist noch richtig Potenzial auf der Bank. Er packt Higuain rein. Er packt Higuain in den Sturm. Packt ihn in den Sturm. Hat er Eier? Oh, Cuadrado hat er auch noch. Da sind ja richtige Götter sind ja noch da am Start. Willian hat bisher nicht überzeugt. Da könnte man ruhig mal Cuadrado reinpacken. Und es wird gemacht, Freunde. Es wird gemacht. Sensationell. Sensationell. Was für Wechsel sind das? Und Niggis macht gar nichts. Der guckt nur zu. Der guckt nur zu. Was ist das? Nee, der bringt den Hahn. Ah, er hat den André Hahn gebracht. André Hahn direkt mit dem Todespass auf Hermann. Alter Finne. Und da, aus dem Rückfeld, Müller. Oh, knüppelt das Ding einfach mal wieder nach Suabesi. Hallo. Das
habe ich natürlich als Trainer gesagt, zu meinen Spielern. So, da ist André Hahn. Sympathischer Vorname, aber einfach schlecht. Hallo? Und da hat er Zeit. Da spielt der Crisinho mit ihm. Da nutzt er so ein bisschen den Charme. Gucken wir nochmal, Vidal haben wir hier, Hahn, andere Auswechslung, Hermann. Hermann, wo rennt er hin? Wo rennt er hin, der Hermann? Was will er machen? Wo will er hin? Will er die Eckfahne besuchen gehen? Keine Ahnung, wir wissen es nicht. Wir werden es, glaube ich, nie herausfinden. Und das sieht man auch sehr selten. Patrick Hermann und Arjen Robben auf einer Seite. Ja, das ist FIFA, Freunde. Das ist FIFA. Kauft FIFA Points über meinen MMOGA-Link oben in der Videobeschreibung. Dann könnt ihr euch auch beide Spieler kaufen. So, weiter geht's jetzt hier. Weiter geht's. Starker Pass von Hermann auf Robben. Nein. Und da Hermann, frei vor dem Tor! Frei vor dem Tor! Patrick Hermann! Deppt er? Nein, er deppt nicht. Er deppt nicht. Er hat nicht gedeppt. Dafür mache ich halt jetzt hier. Patrick Hermann, 82. Minute. Das ist natürlich hart jetzt, ne? 1-0 geführt. Higuain. Frisch eingewechselt. Lässt! Alter, das wäre es jetzt gewesen. Das wäre es wirklich gewesen. Das Ding wäre wichtig. Sagt sogar der Buschi. Siehst du, also kann ich gar nicht so falsch liegen. So. Und jetzt ist der Niggis. Der hat natürlich Oberwasser. Ne? In der letzten Zeit, wenn man sich jetzt nochmal so zurück erinnert, so in den letzten paar Minuten, da war ein Crisinho eigentlich gar nicht mehr richtig am Ball. Cuadrado, der kann laufen. Also ich muss sagen, wenn hier einer mit einer. Uiuiuiui. Ein Zebra mit einer Hand fangen kann. Dann der charismatische Kollege aus Kolumbien, der leider nicht den Higuain findet. Und ja, das ist nochmal ein Foul für den Higuain. Das, so kennen wir die Stürmer momentan. Von der Crisinius. Die sind ein bisschen, da ist ein bisschen Dampf. Lukaku hat den Ball, findet Higuain und der vergeigt. Aber Naigolan, auch der kann man einen hören lassen. Higuain findet Cuadrado. Alter, findet der Kolumbianer, der kriegt hier gerade richtigen Schiss in die Box. Der wird gleich erstmal schön durchgenommen in der Kabine von seinen Mannschaftskameraden. So, Alexandro, jetzt nochmal die Flanke rein, Lukaku. Und 3 Minuten Nachspielzeit, 3 Minuten. Für was? Für was? Hermann, frei vorm Tor. Der Torwart wird rausgeholt. Ist das richtig? Und Hermann macht den Deckel drauf. 3-1 für Niggis. Und da wird gedeppt. Da wird gedeppt, Freunde. Da kennt er nix. Da wird gedeppt, Freunde. Was ist denn hier los? Da wird der Crisinho schön stehen gelassen. Und Hermann mit dem 3-1. Das war eine Joker-Einwechslung, muss man mal ehrlich sagen. Nick ist in der richtigen Zeit den richtigen Wechsel gemacht. Aus einem langweiligen Kick wurde dann tatsächlich doch noch ein Spielchen. Und Crisinho hat verschissen. Crisinho, was ist da los? Wir gehen jetzt mal auf den Platz und hören uns mal die Stimmen der Spieler ein. Erstmal mit dem Ranzing-Verlierer. Hier, 6 Schüsse, 4 aufs Tor, Crisinho. Was war los? Raucherlunge bei der Los Crisinho, okay. Und beim Gewinner, wie sieht es da aus? VfL Niggis. Was hat sie zum Sieg geführt? Ja, für uns war klar, Titel muss her und wir waren halt gut drauf. Wir wussten, was wir machen müssen. Der Kommentator hat so laut geschrien. Und Saisonergebnis Sieger, 10 Punkte, fertig. Ende, aus, Mickey Mouse, wir sind raus. Vielen Dank, dass ihr hier im WC-Stadion mit dabei gewesen seid. Euer Commander, tschüss.